Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. 18. Spieltag, Rückrunden, Auftakt, Altena 93, BU. Offizielle Zuschauerzahl 694, zahlende Zuschauer. Halbzeitstand 1-1, Endstand 2-2. Fazit. Ja, unentschieden. Vom Spielverlauf her unnötig, wäre uns wahrscheinlich auch im letzten Rest der letzten Saison, genauso wie in den ersten 12, 13, 14 Spieltagen, mit Sicherheit nicht passiert, dass wir eine Führung noch mal hergeben. Wir haben letzte Woche in Buxtehude schon gemerkt, bei Wiki deutete sich das schon an, da haben wir es dann gemerkt und unsere Konsequenzen damit rausgezogen, dass einfach momentan kein Wurm drin ist, sondern die Spieler müde sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir letztes Jahr bis zum vorletzten Spieltag einen Titel gespielt haben, dann Pokal gewonnen haben, dann die DFB-Pokal-Auslosung, sodass kaum einer in der Lage ist, sich mal ein bisschen vom Fußball zu trennen. Und dann ist man irgendwann auch mal richtig müde, also auch vom Kopf her. Und das hat man halt den Spielern in den letzten zwei, drei Spielen angemerkt. Wir haben die ganze Saison über versucht, dagegen zu arbeiten, haben wir auch gemacht. Und es ist uns sehr gut gelungen durch die ganze Rotation. Dem bleiben wir logischerweise auch treu und deswegen haben wir auch heute im Vergleich zur letzten Woche eine Leistungssteigerung gesehen. Das war die Einladung zum Spiel. Es war mehr Überzeugung in unserem Spiel, so dass wir sagen können, im Vergleich zur letzten Woche ging es bergauf. Nicht so, dass wir komplett zufrieden sein können, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wo wir hier sind. Und bei Altona ist es immer schwer, einen Punkt hier mitzunehmen. Durfte ich den Spieler nur einmal. Und das hat auch seine Gründe, dass es hier so schwierig ist. Heute hat man eben auch gesehen, warum Altona vor der Saison auch mit zu den Mannschaften gehört, denen man den Titel zutraut. Von daher sind wir vom Ergebnis her erstmal zufrieden. Ich denke auch, dass es leistungsgerecht ist, wenn man die Torchancen betrachtet und über die gesamte Länge des Spiels ein ordentliches Überlegenspiel wahrnehmen durfte. Zunächst einmal herzlich willkommen. Es ist relativ voll hier heute. Das finde ich einmal ganz nett. Zum Spiel, ja, ich bin ein bisschen traurig, weil wir 4 Tore geschossen haben, eigentlich. Und trotzdem unentschieden spielen. Und ja, ich fand eigentlich das Spiel meiner Mannschaft eigentlich relativ gut. Also für das, was uns halt erwartet hat, BU ist halt eine sehr kompakte und tiefstehende Mannschaft, die halt ziemlich oft mit langen Bällen agiert und in die Schnittstellen will mit den schnellen Stürmern. Das haben wir eigentlich ganz gut unterbunden. Wir haben dann halt durch zwei Eigentore in Anführungszeichen dann halt gemacht. Die Jungs tun mir halt unendlich leid, denen das passiert ist, weil die einfach so gute Jungs sind und die können wahrscheinlich gar nicht schlafen, die muss ich irgendwie gleich nochmal in den Arm nehmen. Und wie wir dann sozusagen trotzdem gegen so eine defensiv starke Mannschaft trotzdem Torchancen hatten, wirklich ordentliche Torchancen rausgespielt haben und auch die Tore, wie wir sie gemacht haben, das war schon trotz dann der schwierigen Platzbedingungen wirklich gut. Die Mannschaft, das habe ich eben gerade auch schon gesagt, wir sind so ein bisschen die AFC-Bande geworden, so eine kleine Altona 93-Gang, so, und das merkt man halt. Wir wachsen und wir entwickeln uns. Wir machen Fehler, aber wir bügeln sie auch aus. Das haben wir ja schon in vielen Spielen bewiesen, diese Saison, seitdem ich da bin. Und das ist eine Charaktereigenschaft, die halt super stark ist. Also ich bin da halt mächtig stolz auf die Jungs, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig korrigieren und auch helfen. Wie gesagt, also ich sehe das Unentschieden eigentlich nicht als gerecht. Ich denke, wir hätten eigentlich gewinnen können. Haben wir aber nicht. Also müssen wir uns jetzt erstmal ganz schnell ausruhen, weil unser Spiel ist ja schon am Dienstag. Also sprich übermorgen. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich rufe mal irgendwo bei den Profis an. Vielleicht haben sie irgendwelche Mittel, dass man sich schneller regeneriert. Ich weiß es nicht. Aber selbst die spielen ja nicht nach 2 Tagen. Aber wir gucken mal, wie wir das machen. Ich hoffe, dass die angeschlagenen Spieler, auch Brückmann, dass das nichts Ernstes ist. Jacob mit seinen Knöcheln. Wunden lecken, Dienstag,
wieder versuchen zu bestehen und zu gewinnen. Danke, Meg. Gibt's Fragen? Fragen. Eine Frage zu der Verletzung. Hast du zu schnell was gehört? Was Schlüsselbeinbruch. Schlüsselbeinbruch. Muss operiert werden, wird irgendwie in den nächsten Tagen passieren. Ist er jetzt im Krankenhaus? Nee, ist schon wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Also gebrochen, verschoben und schnell abgesprungen. Ja, das ist gut. Gehen wir jetzt an. Bitte schön, gute Besserung. Das gut. Weitere Fragen? Michael, was los? So viel gesehen, so viel gesagt. Ja, auch schon vorm Spur geführt. Ja, stimmt, stimmt. Und gestern warst du nicht da, gestern. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, sage ich herzlichen Dank für den Besuch. Ich wünsche allen noch einen schönen Nikolaustag. Genießt den mit den Familien. Besten Sonntag. Und die AfCer sehen sich dann. Achso, wir wollen noch kurz was sagen. Jetzt machen wir das Wort zu Ende und dann. Achso, und die AfCer sehen sich dann am Dienstag in Nino wieder. Recht herzlichen Dank. Ja, liebe Anwesende, im Namen Alka 93 möchte ich euch auch herzlich danken für die Begleitung dieses Jahr. Ich habe uns in der Anlage angeschlossen, steht noch mit vor. Und sportlich sage ich nicht, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich fand das ein tolles Spiel, beide Mannschaften wirklich nichts geschenkt. Ich möchte allen danken, unsere Sportleitung, auch Herrn Pieper, dass er so geduldsam jetzt zuhört. Ich möchte euch von der Presse herzlich danken. Ich würde mich freuen, wenn ihr öfter so in dieser geballten Form anlandet. Dann könnt ihr natürlich sagen, das liegt an uns. Ich bin eine Klasse höher oder zwei Klassen höher. Schon seid ihr immer da. Wir arbeiten intensiv dran. Und ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, wenn man sich nicht mehr sehen sollte. Und an die Betreuung durch das Ehepaar Kürze Brag ein ganz langes Dankeschön. Ja, Jürgen. Ach, danke. Und ich glaube, ich habe es bei höchstens bei BU erlebt, dass es auch ähnlich geschieht, eine Pressekonferenz. Aber nein, das ernst. Also ich finde das toll hier, die Atmosphäre und für den Punkt können wir legen. Ich bin total zufrieden, auch mit der abgelaufenen Saison, mit der 90 sportlich und Umfeld. Vielen Dank, schönen Weihnachten.